Hallo? Ja. Ich spreche mit Herrn Steiner? Ja. Guten Tag. Tag. Sie haben sich angemeldet wegen Bitcoin. Ja. Also. Ich höre Sie nicht mehr. Wer bitte? Sie waren gerade weg. Ja, Herr Steiner, auf welcher Webseite sind Sie gerade? Interia Finanze. Okay. Das ist unsere Webseite. Darf ich wissen, haben Sie schon mal Erfahrungen im Finanzmarkt? Nee. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tja, so stellt man sich das natürlich vor. Das Telefon klingelt und es meldet sich eine Frau am Telefon, die ja meinen Namen weiß und sogar weiß, auf welcher Webseite ich mich da befinde. Ja, aber ihren Namen, den hat sie irgendwie nicht genannt und auch nicht, von welcher Firma aus sie anruft. Tja, das geht hier schon wunderbar seriös los. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video mit den Trading-Betrügern. Weiter geht's. Also, das ist Ihr erstes Mal? Ja. Okay. Auch nicht mit Aktien und Rohstoffen und anderen Produkten? Nee, keine Ahnung von. Okay, Herr Steiner. Also, als Anfänger werden Sie von unserer Seite professionelle Hilfe und Beratung bekommen? Ja. Ich kann meine Stimme hören. Warum ist das so? Da hört man nicht immer seine Stimme, wenn man redet. Nee, bei Ihnen kann ich das nochmal doppelt hören. Keine Ahnung. Okay. Also, Sie werden von unserer Seite professionelle Hilfe und Beratung bekommen, ja? Nach okay. Der Aktivierung werde ich Sie direkt weiterleiten zur Finanzabteilung, wo Sie mit Ihrer persönlichen Finanzberater dann auch darüber diskutieren können, wie automatisch das System funktioniert und wie Sie selbst handeln können. Okay. Verstehen Sie? Okay. Herr Steiner, haben Sie schon mal gelesen über den Minimumbetrag? Nee, nicht das wirklich. 250? Nee. Also, okay, also Mindestbetrag ist 250 Euro. Ja. Wir haben noch 500 Euro und 1.000 Euro als Maximumbetrag. Mhm. Zum Beispiel, wenn Sie 500 Euro investieren, kann ich von meiner Seite 150 Euro geben. Und dann fangen Sie an, alle zusammen mit 650 Euro. Bei 250 Euro. Welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Weil wir haben über Kreditkarte, Online-Banking, Klarna, PayPal. Was ist Klarna? Also über Online-Banking. Das ist Klarna? Ja. Ach so. Girokonto, oder? Na, weiß ich nicht. Ich hab nur gefragt, was das ist. Was haben Sie denn? Ich verstehe. Also Klarna ist, kann man mit Girokonto öffnen, mit Online-Banking öffnen. Das ist eine Zahlungsmethode einfach. Okay. Wie wollen Sie es aktivieren? Weiß ich nicht, was. Ich verstehe noch nicht so ganz den Hintergrund von der Seite hier. Also Herr Steiner, gucken Sie mal. Wenn Sie jetzt dann auch direkt Ihr Konto aktivieren, werde ich Sie direkt weiterleiten zur Finanzabteilung, wo Sie mit Ihrer persönlichen Finanzberater auch darüber diskutieren können, um zu sehen, wie das funktioniert. Und dann werden Sie das entscheiden, mit welcher Krypto, mit Ihrer Finanzberater werden Sie entscheiden, mit welcher Kryptowährung möchten Sie auch weiter investieren. Und der Finanzberater zeigt Sie auch, wie automatisches System funktioniert und Unterschied zwischen automatischem System und Selbstlernen. Verstehen Sie? Was ist denn da besser? Also ich glaube selbst, natürlich automatisch, wenn Sie keine Zeit haben und wenn Sie keine Zeit verschwenden wollen. Und ich glaube, wenn Sie keine Zeit haben, ist automatisch besser natürlich. Aber was sehr wichtig ist, am Anfang, dass Sie nicht alleine sind, dass Sie mit der Finanzberater darüber diskutieren. Sie werden nicht alleine also handeln. Und das ist sehr wichtig. Mhm. Also der Finanzberater wird immer für Sie erreichbar sein. Okay.
Und verstehe Sie. Und wann kann man da dann Geld rausbekommen? Also nach ein paar Wochen schon. Okay, und wie viel denn? Also, es hängt ab natürlich von der Produkt an. Aber Sie wollen mit 250 anfangen, ja? Ja. Jetzt sind Sie wieder, jetzt hört man nichts mehr. Wie bitte? Man hört Sie zwischendurch immer nicht mehr. Ja, jetzt hören Sie. Ja. Okay. Also ungefähr 30% werden Sie profitieren. Okay. Also 75 Euro im Monat. Genau, genau. Ungefähr, ja. Okay. Und wie viel nehmt ihr denn davon? 1-3%. Okay. Genau. Okay. Also Beratung von Finanzberatern, so gesagt, ist kostenlos, aber wir bekommen von ihren Gewinnen etwa Prozente. Aber nicht von investiertes Geld, sondern von Gewinnen natürlich. Ja. Verstehen Sie. Und wo ist eure Firma? Jetzt rufe ich von Berlin an. Ist da auch der Hauptsitz? Hauptsitz ist in Frankfurt. Ah, in Frankfurt. Mhm. Und ich sehe gerade, man kann Ihre Nummer auch gar nicht zurückrufen. Das verwundert mich. Wieso nicht? Ja, weil mein Display anzeigt, dass Ihre Nummer ungültig ist. Das verstehe ich auch nicht. Weil wenn ich Sie zurückrufen möchte, dann geht das nicht. Ich kann Sie auch auf WhatsApp schreiben. Nee, hey, das soll gehen. Dann können Sie mich auf WhatsApp schreiben oder anrufen. Seid ihr denn auch bei der BaFin reguliert? Beim was? Bei der BaFin. Was ist das? Die Regulationsbehörde aus Deutschland für Banken. Das weiß ich nicht. Finanzaufsichtsbehörde ist das. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Das muss ich nachfragen, ja, das weiß ich nicht. Weil eigentlich Kryptowährungen sind, haben auch keine. Deswegen, ich weiß eigentlich nicht, das soll ich nachfragen. Ja. Also Sie haben ein WhatsApp unter dieser gleichen Nummer? Nee. Andere? Ich habe nur Telegram. Also kein WhatsApp? Nee, weil WhatsApp da ist ja mit Facebook und so. Und da habe ich das nicht mehr, weil das, ich habe da jetzt Telegram runtergeladen. Okay. Also, ja, ich kann nicht, wir haben nur WhatsApp. Ich wollte meine WhatsApp geben, sodass sie dann auch, dass sie erreichen können. Nee, nur Telegram. WhatsApp habe ich nicht. Okay. Was sollen wir machen? Weiß ich nicht. Also, Sie wollen es aktivieren oder nicht? Ja, wenn man da viel Geld verdienen kann, dann schon. Also, Herr Steiner, mit was wollen Sie dann aktivieren? Na, wie viel soll man denn da so am besten? Wollen Sie sagen, bitte? Na, also 250 Euro, reicht das denn? Für Anfang ja, aber natürlich später sollen Sie weiter, also wenn Sie dann weitermachen wollen, sollen Sie auch weiter investieren. Hm. Weil das verstehen Sie auch, man muss ein bisschen Geduld haben, nicht, dass es auf einmal ein bisschen kommt, dann sagen Sie, ja, ich nehme also auszahlen und so. Weil ja, wenn Sie dann mehr Profit sehen wollen, natürlich ist es auch logisch, dass Sie mehr investieren. Ja. Und wo kann man euch anrufen, wenn man mal eine Frage hat? Wir vereinbaren einen Termin, dann rufe ich Sie an oder über E-Mail. Ach so, aber also kann man bei euch gar nicht anrufen.
Bei uns nicht, aber bei Finanzabteilung, wenn ich die weit leite, ja. Weil bei uns ist es so, Herr Steiner, wir aktivieren Ihr Konto und ich schicke Ihre Daten zur Finanzabteilung, dann sind Sie dort schon, Ihre Daten sind dann schon dort. Also da müssen Sie mit der Finanzberater schon kontaktieren. Okay. Ja? Na, ja, wie geht's jetzt weiter? Also, wenn Sie sagen, welche Zahlungsmethode Sie benutzen, kann ich Sie eine Anweisung schicken? Kann man da auch mit Visa-Karte bezahlen? Ja. Welche Bank benutzen Sie? Wie meinen Sie das? Ich habe so eine Visa-Karte. Okay, Visa-Karte von welcher Bank? Ach so, von, Sie meinen, wer die ausgestellt hat? Oder was? Also, Volksbank, Deutsche Bank, Sparkasse, Raiffeisen, ich weiß nicht. Da habe ich die Norris Bank AG. Norris Bank, okay. Machen Sie es mit, also Sie machen es mit Handy jetzt oder Computer? Ich bin am Computer. Sie sind auf Computer. Also soll ich jetzt von meiner Seite aktivieren und Sie bestätigen von Ihrer Seite? Oder wollen Sie von Ihrer Seite das machen? Na, ich habe jetzt hier so ein Fenster auf der Webseite. Also auf Inertia Finanz? Ja. Das ist die neue Einzahlung, was sehen Sie? Warte mal, ich muss das mal auf Deutsch machen. Hups, jetzt habe ich mich verdrückt. So, jetzt ist das, glaube ich, auf Deutsch. Jetzt steht hier neue Einzahlung, ja. Genau. Da muss ich, glaube ich, ein Konto anlegen, ja? Genau. Und jetzt muss ich das benennen. Was? Na, da so einen Namen muss ich da reinmachen. Da steht, benennen Sie Ihr neues Konto. Neues Konto nicht, sondern Sie sind schon, also Sie haben schon ein Konto, aber es ist nicht aktiviert. Ja, hier steht Kontoname, da soll ich einen Kontoname. Einzahlung müssen Sie. Ja, da steht so Kontoname und dann Währung. Kontoname habe ich so, jetzt. Ja, genau. Genau, und da habe ich jetzt dann, ach ja, da muss dann noch ein Passwort. Und dann Konto anlegen. Erfolgreich erstellt und jetzt steht hier, jetzt einzahlen. So, da habe ich das Konto. So. Ja? Da steht was von BTC, ich glaube, das heißt Bitcoin. Sie haben 10 Euro gewählt. Ach so, warten Sie mal. Das stand da, glaube ich, irgendwie vorausgefüllt. Da 250 und dann auf Einzahlung. Ah ja, jetzt. Ja, Kreditkarte. Und jetzt habe ich hier eine Kreditkarte, ja. Und da soll ich denn die Kreditkartennummer eingeben? Genau, solche Nummern. Ja. So. Dann nehme ich da die Nummer. So, Kartennummer habe ich drin. So, das Datum denn noch? Ach nee, das ist ja 24. So, dann brauche ich ja die VVC-Nummer. Ach, und jetzt muss ich hier noch die Rechnungsadresse ausfüllen. Ja, genau. Ja. Da schreibe ich meine Daten dann rein. Das ist aber ganz schön laut bei Ihnen. Was ist denn da los? Ja, wir haben heute Marathontag. Ein Marathontag, was macht man da? Dass wir also Bonus kriegen und so weiter. So, was muss man da machen? Bitte? Was muss man da machen? Hi.
Die Betrüger haben heute Marathontag. An dem Tag, wo sie selber Bonusse bekommen, wenn sie möglichst viele Kunden bescheißen und im Hintergrund läuft quasi eine Party. Ich meine, in dem Callcenter ist es wieder laut ohne Ende. Ja, man kann es ja gut hören, aber einfach Wahnsinn. Marathontag, wie kommt man auf so einen absoluten abgefuckten Blödsinn? Und wirklich, also da werden die Leute noch angefeuert, damit die Geld verdienen und die Leute bescheißen und möglichst viel draus machen. Ich meine, wir wissen das ja schon, dass das eklig läuft in den Callcentern, aber dass die da quasi, weiß ich nicht, so Prämientage eingeführt haben, um die Leute zu bescheißen, das ist mir tatsächlich neu. Was meinen Sie? Na, an dem Marathontag? So wie Feines und es gibt leckeres Essen und Trinken. Ach, das klingt ja nett. Um etwas zu trinken, ja. Und wofür kriegt man das? Was muss man da machen? Wie bitte? Wofür bekommt man das denn? Also jeden Monat haben wir einen Tag, wenn wir das, also einen so Feiertag. Ach so. So, jetzt habe ich eingegeben. Okay. Was sehen Sie dann? Noch gar nichts, jetzt lädt es hier. Jetzt habe ich so einen Grau. Soll ich das bestätigen? Ja, habe ich eingegeben, aber jetzt kam hier: Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen. Zu ihrem Schutz erlaubt avalancipay.com es Firefox nicht, die Seite anzuzeigen. Wieso nicht? Weiß ich nicht, da steht irgendwas von Malware. Was? Ja. Also ich habe jetzt auf Bezahlen gedrückt und dann. Oder irgendwie so einen grünen Knopf da zum Schluss und dann war das alles richtig und aber dann ging jetzt hier so. Da ist jetzt in der weißen Seite eine dunkle Seite drin von meinem Internet an, also von dem Internet hier und da steht: Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen. Zu ihrem Schutz erlaubt avalancipay.com es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen. Ach so. Ja. Das ist euer Bezahlanbieter hier, avalancipay oder wie das heißt. Ich verstehe eigentlich nicht. Ja. Aber das muss ja euer Transferdingsbums sein. Ist kaputt. Hallo? Ja, Herr Steiner. Also ich verstehe nicht, was Sie sehen. Na, hier ist, habe ich ja vorgelesen, dass die Webseite avalancipay.com oder so ähnlich. Das wird euer Bezahlanbieter sein, der erlaubt nicht, dass man die Seite in einem Inline-Frame öffnet. Also eine eingebettete Seite in der Webseite. Das ist nicht erlaubt, das geht können nicht. Sie vielleicht mich eine Screenshot oder Foto schicken über E-Mail? Das kann ich mal machen, ja. Ich schreibe Sie Hallo. So, okay, Ihre E-Mail-Adresse ist gerold.steine@t-online.de. Ja, die habe ich auch. Also ich schreibe einfach Hallo. Frau Linda Janssen haben Sie. Meinten Sie, ich muss mich da mal einloggen? Also Ihre E-Mail-Adresse, einen Moment bitte, das ist nicht richtig. Nee. Also E-Mail-Adresse ist Gerold und Steiner ist mit Großbuchstaben oder klein? Das ist egal bei einer E-Mail-Adresse. Also warum steht es dann also Gerold.Steiner? Nochmal, Herr Steiner. Ja. Gerold.Steiner
c-online.de. Ja. Warum kommt es dann nicht? Weiß ich nicht. Ich kann ja von einer anderen E-Mail-Adresse schreiben, wenn Sie das wollen. Dann müssen Sie mir Ihre Adresse sagen. Also, jetzt war gerade wieder so laut. Linda. Punkt. Wahnsinn. Linda. Punkt, ja. Janssen. Also, J.A. N. Nora. Sigmund. England. Ja. Nederland. Also Janssen, ja. Und dann Ed. At inertiafinance.co. Also CO, ja. Ja? Inertiafinance. Das war's. Also .co. Ja, genau. Ja. .co. So, und dann mache ich da mal das Bild rein und dann zeige ich Ihnen, wie die Seite aussieht. Ach ne, das muss ich ja da reinschieben. So. Ich schreibe da mal rein Bild. Und Kuckuck. Und dann schicke ich das mal weg. Habe ich geschickt. Ich aktualisiere. Ja, ich habe es bekommen. Firefox, darf ich einen Moment, bitte? Mhm. Ich will das von meiner Seite mal überprüfen, warum es nicht. Benutzen Sie andere, also Browser, Google oder etwas anderes? Mhm, ich habe nur das. Nur das. Ich weiß jetzt eigentlich nicht, warum es nicht funktioniert. Weil es hat bei uns vorher nichts passiert. Wollen Sie jetzt über PayPal bezahlen oder Online-Banking? Ne, PayPal habe ich nicht. Dann einen Moment bitte. Mhm. Also Sie haben auch keine Bestätigungsmöglichkeit gehabt. Auf einmal kam es, weil Sie zur Einzahlung geklickt haben, kam dieser? Genau, ganz zum Schluss der grüne Button, ganz unten, wenn man alles ausgefüllt okay, hat. Okay, ich frage nach jetzt. Das aus Versehen das Zahlungstool des Betrügers abgestürzt und nicht mehr erreichbar. Ups. Hoppala. Da ist wohl ein Server abgekackt. Ja, die Betrüger und ihre Grobmülltechnik. Tja, braucht man sich nicht wundern, wenn da mal wieder nichts läuft, ne? Und naja, die weiß ich nicht. Man sollte zumindest keine öffentlichen virtuellen Server benutzen, wenn man da irgendwelche Zahlungstools und seine Webseiten drauf hat. Naja, die sind halt so ein bisschen marode, die Dinger, die sie da auf ihrer Webseite alle benutzen. Aber gut, was will man auch von den Betrügern erwarten? Aber es ist einfach nur noch Wahnsinn, was hier so alles wieder am Telefon abläuft. Die Tante hier, die lässt sich ja nur wirklich jede Menge Zeit. Ich weiß es nicht, was das hier werden soll. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sie gar nicht so richtig auf der Höhe ist. Und naja, das Gespräch hat sie auf jeden Fall nicht so wirklich unter Kontrolle. Herr Steiner, was Sie nur machen können, ist mit einer anderen Browser. Also können Sie Google herunterladen? Na, aber das geht ja auf dem Rechner nicht. Geht. Wenn Sie schreiben, Google Chrome herunterladen für Desktop oder... Ja, aber ich kann hier keine Programme drauf installieren. Der ist von Arbeit, der Computer. Ist nicht meiner. Okay. Das ist das Einzige, das wir machen können, deswegen.
Oder vielleicht sie versuchen es von vorne nochmal. Ja, kann ich machen. Dann gehe ich jetzt hier nochmal auf die Seite. Also zurück. So. Und dann... So. Okay, wir können vielleicht schließen und noch mal von vorne anfangen. Hier steht jetzt... Jetzt ist wieder irgendwas komisch. Jetzt habe ich eine neue Seite aufbekommen über das Zahlungstool. Was haben Sie gemacht? Nur einfach hier auf Aktualisieren gedrückt und jetzt hat das Zahlungstool irgendeine Seite geöffnet. Jetzt steht hier Avalanche Pay Payment. Können Sie auch, also... Und da steht Flutter Software. Oder was? Flutterware. Also wenn Sie nochmal zurückgehen... Ja, mach ich nochmal. Also, oder ein neues Tab öffnen. So, ich gehe jetzt hier nochmal so darauf. 250 Euro einzahlen. Dann wähle ich jetzt hier nochmal Kreditkarte aus. Okay, ich hoffe nicht, dass es diesmal... Dann trage ich da jetzt meine Daten wieder ein. Die CVV. Jetzt muss ich hier die ganzen Adressdaten wieder ausfüllen. So, dann habe ich die Adresse auch. Das Land ist Germany. Kommt da gar nicht. Ach ja, da Deutschland. So. Und dann die Stadt und den Ort und der Postleitzahl und der Telefonnummer. So, jetzt habe ich alles ausgefüllt. Genau, bestätigen steht da unten. Und da drücke ich jetzt nochmal drauf. Okay, ja, bestätigen. Mhm. So. Nee, kommt wieder die Fehlerseite, die gleiche. Ist kaputt. Gleich, ja, okay. Ja, es funktioniert mit anderer Browser nur. Also... Hm. Welches Handy benutzen Sie? Welches Handy? Ja. Oh, da muss ich mal gucken, vielleicht wie das können heißt. Sie es auf Handy versuchen, weiß ich nicht. Wenn Sie Google haben auf Handy. Nee, Google habe ich da nicht drauf. Das ist so ein Honwell 10N80. Steht da drauf. Also. Soll ich von meiner Seite versuchen? Ja. Darf ich Ihre Postleitzahl haben oder habe ich schon bekommen? Ja, habe ich schon, oder? Habe ich da abgespeichert, ja. Wie bitte? Habe ich da abgespeichert, müsste noch drin stehen. Moment. Nämlich noch habe ich es nicht. Nein, es kommt zeigt bei mir noch nicht. Ach so, ich hatte das da abgespeichert. Aber irgendwie... Aber warten Sie, da sind ja die Daten. Das kann ich ja hier... Nee, das ist... Ah doch, jetzt geht's. Stadt Berlin. Postleitzahl, können Sie sagen? Ja, 12055. Berlin. Und Straße?
Braunschweiger Straße 77, habe ich jetzt aber auch abgespeichert. Steht jetzt drin im Profil. Moment bitte, bei mir steht noch nicht. Immer noch nicht. Also was wir noch brauchen, ist, sind die 16 Nummern von... Ja, also von der Karte, ja? Ja, 16 Nummern von der Karte. Das ist dann die 454... Ja. 105. Ja. Dann die 899. 99. Ja. Dann die 463. 463. 5825. 5825. Ja. Ich wiederhole nochmal 454 105 899 463 5825. Ja, genau. Und Ablaufdatum bitte? April 24. Nochmal? April 24. Okay, 0424. Ja. Und drei Nummer auf der Rückseite? 910. Also Durchhaltevermögen hat die Betrüger-Lady ja hier. Meistens haben sie ja nicht so viel Zeit oder nehmen sich gar nicht erst so viel Zeit für ihre Opfer und sind ja relativ schnell weg, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Aber die nette Betrüger-Tante hier, die versucht's ja mal wieder mit allen Registern, mit selber die Daten eingeben und mit allen verschiedenen Möglichkeiten irgendwie an das Geld noch ranzukommen. Ja, alleine daran sieht man, glaube ich, schon wieder, was das ja eigentlich für ein Unternehmen ist. Ein seriöses, ganz sicher, definitiv nicht. 910. Ja. Wie bestätigen Sie sonst Ihre also Online-Transaktion? Da kommt in der App immer so ein Ding, dann muss ich da drauf drücken. Okay, über den App. Einen Moment bitte, ja, bleiben Sie kurz am Apparat. Ja. Also jetzt habe ich auch die Straße. Okay. Ich mache das gleich von meiner Seite. Kann ein bisschen dauern, ja? Ja. €250, ja? 250, ja. Ich suche es auch von meiner Seite. Herr Steiner, darf ich wissen, wie alt sind Sie? 29. Was? 29. 29? Okay. Was machen Sie beruflich? Wenn es wieder so laut. Was ich beruflich mache. Da bin ich Teppichklopfer. Genau. Teppich was? Teppichklopfer. Und was werden Sie mit das Geld machen, wenn Sie monatlich Profit haben? Weiß ich noch nicht. Vielleicht, wenn ich damit richtig viel Asche scheffle, dann vielleicht gründe ich dann auch so ein Callcenter und mache da meine eigene Kohle.
Ein eigenes was? Also ein eigenes Callcenter. Eigenes Callcenter? Ja. Warum? Komm, dann kaufe ich mir ein Callcenter, setze da ein paar Leute hin, die dann die anderen Leute dann am Telefon bescheißen. Das hatte ich mir gedacht. Kann man was machen? Ja, na, aus dem Gewinn, was man denn da hat, da wollte ich mir ein Callcenter kaufen. Okay, genau, was für Callcenter? Ja, so ein, ja, eins, was, weiß ich nicht, vielleicht auch so wie Sie, nur dass ich da die Leute dann verarsche und dann das Geld einfach behalte. Verarschen? Ja. Dachte ich jetzt. Wieso? Warum sagen Sie verarschen? Na, Sie haben doch gefragt, was ich denn da mit dem Geld machen will. Und das kann ich doch dann dazu nutzen, um dann andere Leute zu verarschen. Also Sie denken, dass wir verarschen Sie? Nee, mit dem Geld, was ich bei euch verdiene, will ich mir so ein Callcenter kaufen, wo ich den Betrug mache. Also, aber wir machen keinen Betrug. Ich weiß nicht, worüber Sie reden. Na, Sie haben doch gefragt, was ich beruflich machen will oder was ich mit dem Geld mache. Und da habe ich dann gesagt, mit dem Geld kaufe ich mir dann so ein Callcenter und zock die Leute ab. Ich habe ja nicht gesagt, dass Sie das machen. Ich habe gesagt, ich mache das dann mit dem Gewinn. Ich wünsche Ihnen viel Glück, ja, in Ihrer, also, zukünftiger Job. Ja, danke schön. Wiederhören. Wieso? Was ist denn jetzt? Also, Sie denken jetzt, dass wir das machen und Sie machen nein. Das weiter? Was ist das? Nein, habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich da bei euch den Gewinn raushole, dann kaufe ich mir von dem Gewinn ein Callcenter und zock die Leute ab. Dann mache ich das. Ich habe nicht gesagt, dass ihr das macht. Okay, also das, aber Sie haben das nicht direkt mehr gesagt, aber das, was Sie sagen, meinen Sie damit? Na, das mache ich dann selber. Ich sag nicht, dass ihr das macht. Also was ist da? Also okay. Alles Gute, ja, Herr Steiner. Wieso? Ich dachte, ich kann da bei euch jetzt Gewinn machen. Wiederhören. Warum? Viel Glück noch. Nee, ich dachte, ich kann da jetzt Geld bei euch rausholen. Tja, also, ich glaube, die hatte Angst um Konkurrenz oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, tja, war das hier auch wieder nichts anderes als ein Betrüger-Callcenter, was möglichst viel von eurem Geld haben wollte. Tja, und das über möglichst viele Wege, wenn einer nicht funktioniert. Tja, aber Konkurrenz mögen die wohl nicht, so wie das aussieht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute war es ja mal wieder ein kleines bisschen länger. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, findet jetzt hier noch eine nette Auswahl mit weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.